Herzlich willkommen, einen schönen Freitagabend. Ich begrüße Sie bei Was gibt es Neues? Hier sind Michael Nevalami, Ulrike Beinpolz, Gerold Rudle, Leo Lukas und Andreas Witterseck. Du bist lustig, so hast du gemacht? Naja, sicher. Okay, wow. Ich kann euch was sagen, wir haben ein Spezialthema und zwar, es hängt mit, nur mit unseren Fragen, es gibt keinen Tag dazu, es gibt kein Jubiläum oder so, es hängt nur mit unseren Fragen zusammen. Es bleiben uns immer so schöne Tierfragen über. Und jetzt haben wir eine Sendung lang nur Tierfragen. Danke. Oh, Fische. Nur Tierfragen? Nur Tierfragen, ja. Es wird lustig. Herr Lehrer, wieder Naturgeschichte. Ich habe auch eine Tierfrage. Da stehen Gläser. Welches gehört dir? Du wirst. Ich habe auch eine Tierfrage. Wie geht's dir? Ist es eine Eingangs- oder eine Ausgangstier? Sehr gut. Warst du schon mal beim Tiervortrag? Ja, so. Ich habe eine Tierbemerkung, der Schmäh ist recht dir heute. Wir schalten jetzt in den Keller, wo wir sonst nicht hingehen lachen. Dort sitzt der Herr Bruckmann, unser Archivar, der wieder auch diese Woche ein brennendes Problem hat. Grüß Sie, Herr Bayer. Schauen Sie, ich habe da schon wieder so eine fehlerhafte Überspielung bekommen. Die reißt einfach in der Mitte ab. Schauen Sie, das ist ein Bauer in Frankreich mit jeder Menge Kühe im Stall. Ausmisten halt, nichts Besonderes. Aber wissen Sie, was auf dem Beitrag steht? Bauer aus Besançon in Frankreich macht Kuhmist zu Geld. Aber wie er das macht, das ist auf dem Bandel nicht mehr drauf. Haben Sie oder Ihre Kollegen vielleicht schon davon gehört oder gar eine Idee? Wir werden diesen Fall sofort bearbeiten, Herr Bruckmann. Wieso macht dieser Bauer Kuhmist zu Geld? Wie funktioniert das? Macht er Wasser draus? Wasser? Ja. Wenn er das macht, dann trinke ich nur noch Bier. Also da ist auch Wasser drin. Also, ich habe gelesen, dass aus unserem Müll Wasser gemacht wird. Das finde ich total spooky. Und das wird im allgemeinen Krankenhaus verwendet. Er tut das eh schon wurscht. Ja. Ich glaube, dass Sie den Kuhmist brauchen, um Banknoten herzustellen. Banknoten? Ja, er macht Kuhmist zu Geld. Das heißt, Sie verwenden Bestandteile des Kuhmists, die ganz wichtig sind, um diese Überprüfbarkeit der... Mhm. Ja, und zwar nach dem Geruch doch, kannst du das heißt erkennen. Doch, nein, Geld stinkt nicht. Ah ja. Ja, aber nein, wahrscheinlich aber das schon. Was? Na, was der Andi meint, ist, dass man Kühe ja auf der Weide, manchmal gehen ja Wanderer vorbei und es fällt dir ein Euro runter. Und den frisst die Kuh und den scheißt sie wieder aus. Und der sammelt die ganzen Münzen, die Kühe verschluckt haben, ein. Ich finde einfach die Voraussetzung schon so schön. Ich finde das auch lustig. Wir fallen da und verliert ja ununterbrochen einen Euro. Ja, ununterbrochen. Und den frisst dann die Kuh. Das finde ich auch so schön. Vor allem in der ein Euro. Manchmal so leibend, die Kühe sind ja Wiederkäuer. Das heißt, nach einer Stunde kommt der wieder auf. Das sind schon 2 Euro. Und damit sind wir... Der Euro, nach dreimal wiederkauen, sind es schon 6 Euro. Ja. Also entweder er legt Käse hinein oder irgend sowas. Wo? Er legt Käse hinein? In den Kuhmist oder wie so. Wie meinst du, also jemanden einen Käse betrügen? Oder? Nein, einen echten Käse. Es gibt doch so, dass Katzen Bohnen fressen und dann nachher raus aus dem Körper lassen. Ja, Meerkatzen. Ja. Meerkatzen. Nein. Meerkatz hat einmal eine Bohne. Bitte. Oder es wird verwendet für so Heilerde. Gegen Rheuma und so. Das ist, glaube ich, momentan sehr modern. So aus der Stadt raus und zum Bauern hin. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, in der Nacht zu schlafen, dass denen gesagt wird, ihr müsst untertags einfach viel arbeiten. Und dann fahren die dort zu diesen Bauern, dürfen den ganzen Tag den Kuhstall ausmisten und werden dadurch wirklich müde. Mhm. Und so meinst du, also indirekt macht er den Kuhmist zu Geld? Ja, genau. Das Unternehmen heißt... Leo, bitte. Das Unternehmen heißt Herakles Tours. Für die humanistisch Gebildeten wäre das...
Ja, das ist, da sind wir zu blöd für dich. Eine der Taten des Herakles war die Ausrüstung des Augeas-Stalls. Ah, okay. Wieder was gelernt. Ja. Verarbeitet. Ja, das ist der Augeas-Stall. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Na, so ist absolut. Es. Vielleicht heißt es natürlich auch der Herakles. Der stellt, der pass auf, du kriegst den offen. Danke. Ich kenne den Augeas-Stall nur deshalb, weil ich jahrelang Augeas gesagt habe, bis ich dann... Und trotzdem habe ich ihn vergessen. Von einem Altgriechen. Sagst du, ich habe weder das eine noch das andere jemals in meinem Leben gesagt. Ja, schon. Aber vielleicht ist das eine, betreibt er so eine Art Firma, die Kuhmist professionell zur Verfügung stellt für kulturelle, zum Beispiel wenn jemand im Theater Inszenierung macht mit Kuhmist, dann ruft er dort an und die schicken ihm das genauso verpackt, wie das ist. Also für Seitenerwerbe für Kuhmist. Oder für ein Lokal, wenn ein Restaurant besonders authentisch sein will und mitten in der Stadt so tut, als wäre es eine oder Bauernstube, dann bringt er halt den Kuhmist dorthin. Dünger! Kuhmist ist ja so gut für öffentliche Gärten, ja, aber dass das alles wächst. Aber das würden Sie uns ja nicht fragen. Das ist so, wenn Sie einen Bleistift herzeigen und sagen, was macht man damit? Und du hast recht. Ja, vollkommen recht. Ich habe auch mal einen Bericht gesehen, ich komme nicht aber von diesen Herakles-Tours, so eigentlich. Weil ich habe mal gesehen, die machen ein Gasthaus. Der hat ein Gasthaus und die dürfen in den Kuhstall hineinschauen. Vielleicht ist es ja. Das ist beim Stangelwirt. Beim Stangelwirt musst du, isst du das drei Hauben oder zehn Hauben? Ja, genau. Menü und siehst du halt der Kuh beim Scheißen zu. Beim Kotieren oder wie das heißt. Was kann man aus so ein Côte Mignon Restaurant. Ein Côte Mignon. Was? Côte Mignon. Das ist schön. Ja, schau. Du bekommst meine einzige Kuh, die ich zu uns habe. Achtung, massives Plastik. Achtung. Aber ich glaube, der Gerold, es geht in die richtige Richtung. Und zwar, es gibt manche Krankheiten, die Stadtkinder häufiger bekommen als Landkinder, weil Landkinder durch gewisse Keime, vor allem teilweise im Kuhdunk, aber auch im Schweinedunk oder Katzendunk oder... Ja, wir haben... I got the point. Ja, ich bin auch dabei. Du bist auch dabei. Das, ja, okay, Leo. Dunk, wie auch immer. Diese Keime, also die findet man da speziell in dem seinen... Ja. Die vermarktet er, also sprich für Impfungen oder sowas. Das jetzt weiß ich. Für Allergien, gegen Allergien zum Beispiel. Gegen Allergien, das ist ja nicht wie Pizzaservice, ein Fladenservice. Wenn du, für die Kinder zum Spülen und dann Flade, legst du in das Kinderzimmer. Aber entschuldige, eine Kuhflade, ich meine, wir alle sind schon mal über eine Wiese gewandert, irgendwo in den Bergen. Haben wir einen Euro verloren. Und haben einen Euro verloren. Genau. Ich meine, das fährt, wie man so schön sagt, das fährt ja ordentlich. Unterschiedlich, es gibt auch Menschen, die das... Was? Wie zur Abwehr? Zur Abwehr. Der irgendwem Russen. Wird das, genau, eingeschmiert, dass die dann nicht kommen. Wer schmiert wen ein mit Kutung? Ja, irgendwer. Dass die dann nicht kommen. Ja, die bösen Tiere. Ist ja wurscht, lass doch die Antwort gelten. Irgendwer schmiert wen ein, damit die nicht kommen. Ja, Uli, ich glaube, so ist es. Also wenn mir jemand begegnet, der mit Kuhmist eingeschmiert ist, komme ich auch nicht. Und das Beste, ja, das ist aber das, schlecht, aber das Beste, es gibt viele Gott, Leute, die wollen, dass du nicht kommst. Ja. Ja, oder? Ja, da gibt es doch weitaus humanere Methoden, als sich mit Kuhmist einzuschmieren. Also ja, aber dann würde der kein Geld verdienen. Also was macht er mit dem Kuhmist? Er verschickt ihn an Leute, die sich mit Kuhmist einreiben wollen. Ja, weil schau, das lustig. Nein. Ich glaube, vielleicht verschickt das an Leute, die sich nicht waschen. Ich kann jetzt den Connex nicht herziehen. Herstellen, aber Kuh auf Französisch heißt ja Lavage. Lavage, ja, Wacker ist. Und wenn sich die nicht waschen, dann. Lavage ist ein persisches Brot. Weiß nicht, ob das wen hilft. Es gibt ein das ganz dünne Fladenbrot, heißt Lavage. Super, wirklich? Ich möchte nicht wissen, was da jetzt drin ist. Ich will es nicht wissen. Dem sei Kotung. Nein. Also, wir haben uns darauf geeinigt, er verschickt den Kuhmist. Ja. Haben wir uns darauf geeinigt? Ja. Aber an wen? An Moorpeter. An Moorpeter. An Pharmafirmen. Nein, nicht an Pharmafirmen. Er verschickt den Kuhmist an Leute... Die bauen. Nein, an Leute wie euch und mich.
Das sage ich ja, damit wir nicht kommen. Nein, okay. Auch an Leute im Publikum, wer es bestellt, bekommt es. Aber wofür? Ja, ja. Das ist die große Frage. Zum Heizen. Er ist ein Mensch, der Olivier Legrand heißt, dieser Bauer aus Besançon. Und er macht im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße zu Geld. Ja? Es ist nämlich ein Internetservice für, wie sage ich es, enttäuschte Liebespartner oder andere Leute, ja, pass auf, die auf jemanden böse sind. Da sehen wir den Olivier Legrand, der hat seinen Kumis, das ist die Internetseite. So, und dann füllt er den Kumis in kleine, nette Beutelchen. Ja, abgeschlossen, verschickt es und du kannst es dann jemanden, den du nicht magst, vor die Tür legen oder ihm aufs Auto schmeißen oder du kannst damit machen, was du möchtest. Falls du dich anders entscheidest und sagst, na gut, die Person, für die es eigentlich bestimmt war, ich habe mich mit ihr versöhnt, kannst du es immerhin noch als Dünger verwenden. So einfach ist es. Großartig. Ja. Super Idee. Eine super Idee, ja? Ja. Und dieser Spruch von Mensch. Und das Schlimme ist, ich weiß genau, was ihr mir nächste Woche mitbringen werdet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe meine ganzen Weihnachtsgeschenke für nächstes Jahr. Ich hab alles. Wir kommen gleich zum nächsten. Und zwar mit diesen kleinen putzigen Viechern, die wir ab und zu als Kinder zu Hause hatten. Meerschweinchen. Also Banzen. Flöhe, Läuse. Zu denen kommen wir noch. Okay. Ich möchte von euch jetzt wissen, was ist eine Meerschweinchen-Einheit? Naja, das ist eine Truppe, Einsatztruppe, das haben mehrere. 20 Meerschweinchen in Uniform zu einer Meerschweinchen-Einheit. Was machen die? Wir sind bei vier Pfoten angestellt und befreien die anderen Meerschweinchen. Also du meinst so eine kleine Taskforce. Ja. Die marschieren wo ein, brechen den Käfig auf, holen das Meerschweinchen raus. Womit sind die bewaffnet? Mit Zähnen. Bis auf die Zähne. Es gibt doch so Tarnanzüge. Ja, ja. Beim Militär. Das ist gar nicht so schlecht. Und die schauen genauso aus wie die, nur in dunkelgrün. Die werden auch aus Meerschweinchen hergestellt. Die werden aus Meerschweinchen hinein. Und die haben so Tarnanzüge und müssen sich am Boden bewegen. Wer? Die Meerschweincheneinheit. Die Soldaten. Ach so. Du meinst, dass jetzt, warte, darf ich das übersetzen? Nein, ich habe es ja ganz deutlich erklärt. Die Tarnanzüge, die Soldaten anhaben, die haben diese Farben nur in dunkelgrün. Nein, sie haben diese Farben von den Meerschweinchen. Damit sie im Wald besser auffallen, oder? Nein, das ist nur, wenn der Feind drüber fliegt. Ja. Natürlich, weil wenn die jetzt so am Boden roben... Wenn du über Meerschweinchen robst, sieht man die nicht. Nein, aber wenn die so daher robben, ja, und das kommt der Feind und schaut von oben und dann sagt er, wenn die in Österreich schon so blade Meerschweinchen haben, was haben die dann für Armee? Und haben die so, ja, natürlich. Da galoppiert ein Pferd zum Gerold. Man kann doch sagen, ich bringe euch immer wieder gute Ideen. Absolut. Ja. Ich muss was Trauriges sagen. Ich glaube, die Meerschweinchen-Einheit ist jene Einheit, die man beim Spannteppich verlegen noch Klott drucken kann. Weil mir hat mal jemand erzählt, die haben sich die Wohnung verlegen lassen mit Spannteppich. Ja, und das Meerschweinchen ist verschwunden. Und der geht zu dem Teppichverleger und sagt, haben Sie mein Meerschweinchen gesehen? Ich sage, nein, habe ich. Und dann sichert er so einen Mugel. Das ist jene Einheit, die man gerade noch essen kann. Soll ich euch was sagen? Nein. Das stimmt. Nein, aber die Antwort ist ähnlich traurig. Nein, wie entsetzlich. Ja, das wird jetzt ganz furchtbar. Die Meerschweinchen-Einheit, ist das nicht das, was man beim Spinat noch einfach drin lässt, die Fleischreste? Spinat? Ja, sicher. Wenn die durchs Machfeld fahren und den Spinat rausholen. Mit der Maschine. Nein, wie entsetzlich. Stopp. Nein, das ist wahr. Entschuldige. Nein, das ist wahr. Moment, was machen Meerschweinchen in einem Spinatfeld? Nein, aber Maulwürfe, Grillen, Mäuse, Wanderer. Mäuse und so. Wanderer.
Ein Euro-Stücke. Nein, aber liebe Soldaten, da gibt es Soldaten. Ja. Nein, es gibt aber eine gewisse Einheit, man sagt, pro Kilo Spinat darf 0,5% Maus drin sein. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das heißt, ich will mich vegetarisch ernähren und iss Mäuse mit. Ja, ein bisschen Maus ja, kann minimal. Schon dabei. Nein, ist das entsetzlich. Aber die Mäuse, schau, die Mäuse im Machfeld sind ja selber Vegetarier. Also ist ja. Ist ja dort nichts anderes. Nein, aber das ist wahr. Ich kann nicht mehr wieder Spinat essen. Ja, ich habe mir vergessen. Ich kann nicht einmal mehr Popeye anschauen. Ich meine. Jetzt wissen wir, woher die Mugeln sind. Alles die Mäuse. Leider. Und jetzt was Schlimmes. Nein. Die Antwort ist noch schlimmer. Noch schlimmer? Das kann nicht sein. Ja. Ist es in der Medizin, dass die getestet werden? Ja, ja, die Einheit von den die mit Spritzen und so, dass Ja, ist ganz furchtbar, leider. Und gefüttert und gespritzt und so. Ja. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ja. Ja. Die Meerschweinchen-Einheit ist genau die Menge eines bestimmten Werkstoffs oder Medikaments, die ein Versuchsmeerschweinchen nach Einnahme tötet. Nein. Ja, die Stimmung ist auf einem Höhepunkt. Ja. Ich bedanke mich noch bei der Stefanie Jarolim aus Salzburg. Sie hat uns die Meerschweinchen-Einheit geschickt als Begriffszeichen mit eurer Büchergutschein. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie einen Fachbegriff haben, eine interessante Geschichte, ein Ding der Woche, bitte lassen Sie uns das zukommen. Alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, sind an dieser Stelle via Insert eingeblendet. Wir haben diese Woche wieder einen Ausflug gemacht mit der Kamera und haben jemanden besucht, eine Dame. Und ja, oft schon. Kannst du mir erklären, was gerade so lustig ist? Ja, ja. Ich mache was. Wieso macht sie das, während ich gerade eine seriöse Durchsage mache? Weil es ein bisschen fad war. Ja. Aber das sind wesentlich. Ein Schwein! Du Schwein, du hupfst auf jede Kuh und du aufschaust zu. Während der Oliver redet, jetzt reißt euch zusammen ein bisschen. Na, Hauptsache die Kuh ist vom Schwein nicht zu Tode geschleckt worden. Ja, bis sie schon, sie schaut schon ganz schön. Ja. Meine Maus war so fad, jetzt Selbstmord begangen. Ich hab drei. Jetzt, da hupft er auf ins Wasser, sagt er. Entschuldige, ich möchte ja nichts sagen, aber der Film gehört auch quasi. Ich merke, seit wir die Goodies ans Publikum weitergeben, geht ihr respektloser damit nein, um. Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben sie total lieb. Ich wollte noch mehr machen. Vielleicht, damit jeder was hat. Entschuldige. Was kommt denn da raus? Eine Schwu? Eine Schwu? Eine Schwu! Sehr gut! Sehr gut! Gut, meine Lieben. Eine Schwu? Eine Schwu. Ja, mir gefällt, das ist eher Schwu. Weißt du, was bei mir aus der Kammer? Das ist ein Herd. Was kommt da raus? Ein Herd. Ja, ein Herd. Ein Einbauherd. Leute. Oder Pfund. Oder Pfund. Oder schau so. Wer weiß das? Hallo? Wer weiß das? Ein Pfund. Ja, das ist viel lustiger. Tierkreuzungen raten. Sehr lustig. Wir haben eine neue Rubrik statt dem Ding der Woche. Meine Lieben, ich wollte eigentlich was sagen. Wir haben diese Woche eine Dame besucht und die hat die nächste Frage für euch. Hallo liebes Rateteam. Mein Name ist Nicole Stöckli, ich komme aus Wien und ich möchte heute von euch wissen, was ein geschlossener Frosch ist.
Na! Ein geschlossener Frosch. Der sich nicht küssen lässt von der Prinzessin. Ist das der ist in der Fledermaus, gibt es den. Der ist geschlossen, der Frosch, der ist besoffen. Also, ja, den hast du immer gespielt in der Vollzug. Ja, Volkstheater. Entschuldigung, Volkstheater. Ja. Gibt es okay. nicht beim Schlüsselaufsperren irgendwas wie Frosch oder irgendein Werkzeug? Hä? Der Frosch. Oh ja, es gibt ein Werkzeug, das heißt Frosch. Wirklich? Ja, ja. Ich glaube auch. Danke, Leo. Schade, dass der Andreas Stepper nicht da ist, der könnte uns weiterhelfen. Das muss aber etwas sein, was manchmal offen ist und manchmal zu. Das war ein Tag wie der andere. Ich hatte meinen Frosch gerade bei mir. Ja, natürlich. Na, ich weiß. Ich weiß. Ein Frosch sitzt doch im Haus. Ja, und mit gar nichts mehr ausgekriegt. Der geschlossene Frosch ist. Und der offene Frosch ist halt. Ach! Nein! Ja. Mach den nicht. Großlich. Es ist kein Werkzeug. Es ist eine Figur. Mhm. Beim Eiskunstlauf. Geschlossen. Oh ja. Ich bin bereit, diese Antwort gelten zu lassen, bitte, wenn du es mit der Uli vormachst und mir einen geschlossenen Frosch vortanzt. Aber er hat ja nicht gesagt, dass es auf dem Barlauf ist. Das müssen wir vorher noch klären. Ist es aus dem Barlauf oder aus dem Einlauf? Ich glaube, es ist aus dem Barlauf. Der geschlossene Frosch. Mit Uli. Wie komme ich dazu? Ja, Barlauf. Ja, Barlauf. Mit wem soll er denn sonst laufen? Mach jetzt nicht so die Lehre. Nein. Nicht so die Lehre. Nichts Ordinäres. Nichts Ordinäres, da muss ich mich hinsetzen. Der geschlossene Frosch. Nein. Oder ich bin dir. Ja. Ich bin dir. Wenn man die Dame wirbelt. Ja? Wenn man die Dame wirbelt. Nein. Ja. Wenn man den Herrn wirbelt. Ja. Wir drehen es einfach um. Du sagst, wie die Figur ist und ich zeig's an dir. Wenn man den Herrn wirbelt. Nein. Wenn Sie mir bitte in den Schritt fahren. Wenn man den Herrn wirbelt. Ja? Ja? Muss und du greifst, sagen wir mit einer Hand, so der. Graust dir nicht? Nein. Dann, wenn du greif einmal. Wohin? So, na, zwischen. Ja, da. Ja? Ja? Jetzt hat man's nicht gesehen. Wenn du zwischen den Beinen bist und so hoch hebst, dann muss der Frosch geschlossen sein, weil sonst. Und dir? Ja. Ja, klar. Das geht ja. Weil. Ich sag euch was. Von mir ist grün. Ja, wäre Eiskunstlauf tatsächlich so, wäre das eine Trendsportart. Ich sag euch. Was ist Trendsportart? Ja. Das war sie. Was trennt mich von dieser Sportart? Ja. Alles okay? Gut. War eine sehr schöne Vorführung. Mir hat es auch gefallen. Vor allem Ulrike Beimer hat mir jetzt wirklich zwischen die Beine gegriffen und man hat es nicht gesehen, weil es war die Lehne vom Sessel davor. Ne? Nein, ja. Das war wie im Pornofilm, ist doch schwarz. Ich hab's gesehen. Ja. Im Pornofilm waren sie nicht schwarz. Die Finger hat man übrigens gesehen, aber ich meine, die Uli hat schon öfters ins Leere gegriffen. Nein, bitte. Ich muss jetzt die Ehre meines Kollegen retten. Ich hatte zum ersten Mal das Vergnügen und es war sehr angenehm. Na kommt, irgendwer von uns muss jetzt sagen, kein Wunder, was? Flauschig und weich. Reden wir nicht über solche Kleinigkeiten. Reden wir darüber, was ein geschlossener Frosch ist. Frau Stöckl, bitte. Den geschlossenen Frosch finden wir im Bergwerk. Was? Im Bergwerk. Und seinen Namen hat er ursprünglich wegen seiner Form. Dieser spezielle Frosch ist eine Öllampe, die seit Ende des 16. Jahrhunderts in Verwendung war. Es gab die unterschiedlichsten Typen dieser Grubenlampen, je nach Herkunft und Funktionsweise. Und einer davon ist dieser geschlossene Frosch. Dankeschön, Frau Stöckl. Ja, das schaut ja nicht aus wie ein Frosch. Oh ja. Ne.
Ja, bitte. Oh ja. Na, ein Frosch. Das schaut überhaupt nicht aus wie ein Frosch. Und auch nicht wie geschlossen, es war offen. Ja, wenn das auf der Straße liegt, sage ich nicht, jö, ein Frosch, oder? Ja. Nie im Leben. Oder schaut aus wie ein Frosch. So verarscht vor, wie soll ich sagen, meine Damen und Herren, eine Gurke. Das ist eine Gurke. Schon im 16. Jahrhundert hatte die Gurke diese graue Farbe. Das ist keine Gurke. Von der Form der Lampe. Ja. Wenn du so einen Frosch siehst, der so leicht gewölbt ist, nicht. Aber sie hätte jetzt alles, sie hätte auch einen Besen nehmen können. Ja, genau. Ich hätte es ihr geglaubt, vielleicht hat es uns verraten. Ich hätte es auch geglaubt, natürlich. Ich sage nicht, dass ich es nicht glaube. Ja, okay. Ich glaube es ja. Es ist tatsächlich ein geschlossener Frosch. Sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja. Ja, ich und auch. Das ist die Uli auch. Ja. Uli und ich hatten Spaß. Was will man mehr? Mir brennt das so aus. Ja, ja, ja. Gut. Leute, wir werden jetzt gleich noch viel mehr Spaß haben, weil wir kommen zum Ding der Woche und ich weiß, es wird nicht viel Zeit vergehen, bis ihr bei meinem Sexualleben angelangt seid. Na. Ich habe euch was aus meinem Keller mitgebracht. Gut. Meine Damen und Herren, das ist das Ding der Woche. Was es ist, sehen Sie jetzt in einem Insert. Wenn Sie es nicht wissen wollen, jetzt die Augen zumachen. Warte, mach zu. Gut. Ja. Ja. Tatsächlich, das hätten Sie nicht geglaubt, wenn Sie es jetzt sehen. Mhm. Dafür wird es verwendet. Das ist Gurkenschäler oder so. Insert wieder weg. Ich werde es aus reiner Nächstenliebe nicht schmeißen. Es sieht nämlich sehr leicht aus. Heb das einmal. Es ist schwarz. Es ist sehr schwer eigentlich. Ja. Schön sind immer die ratlosen Gesichter rundherum, die es auch nicht wissen. Die haben das Insert nämlich auch. Wenn man sich das je umbinden sollte, dann ist es kompliziert. Es ist sehr seltsam, ganz seltsam. Es hat sicher was mit Tieren zu tun. Um Gottes Willen. Ich mag es nicht angreifen. Ich glaube, es ist bei der Besamung. Vom Pferd. Ja, ich fürchte. Es ist ein Besamungshelfer fürs Pferd. Das ist aber nur für schwarze Pferde. Außerdem ist es zu klein. So? Das ist ein schwarzes Pferd ist Spermium. Ich meine nicht, dass man das Pferd da rein tut. Oh, warum ist mir da schwindelig? Kann man es mal ein bisschen entflechten, ne? Es ist nur ein langes. Na klar, da will man mal weg vom Pferd sein, wenn der das macht. Geh wieder ins Licht, man sieht dich da nicht. Oder du gehst da nach vor, wo das Licht halt ist. Naja, aber es ist so, dass. Das Licht. Sag mal, das Pferd braucht es für irgendwas. Mhm. Sei mal dahingestellt. Ja. Wofür? Sei mal dahingestellt, ja. Dann hat man gerade die richtige Entfernung. Darf ich da zu Ihnen kommen? Ja. Ja, um unseren Tisch zu ruinieren. Um den Tisch kaputt zu machen. Also, es hat sicher was mit einem. Sicher nicht, weil was ist. Was sind das für kleine Klammern? Das kann man sich, falls man dem Pferd gefallen möchte, hier. Ah, hast du mal noch ein Entchen für das andere Entchen? Hat das was mit Tieren zu tun? Oh. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, weil das ist eigentlich nicht passend zum Gesamtkonzept der heutigen Sendung. Also das Ding der Woche hat nichts mit Tieren zu tun. Okay. Soweit okay. Darf ich euch helfen. Gut. Ist es? Okay. Ich warte. Ja. Leo. Man zwickt da was drauf. Oder nicht? Es ist ja sinnlos, dass man das da zusammenhaltet, oder? Ihr könnt es ja, sagen. Ja, ja, ja. Nein, es ist eben nicht sinnlos. Ich halte es ein bisschen. Ja, aber da haut es wieder da um. Das heißt, wir haben... Man muss auch dazu sagen, dass es ja auskommt. Der Talent rennt parallel was durch vielleicht noch zusätzlich. Nein. Hängt das wo oben? Nein. Hängt das von wo oben? Schau, sag doch mal, dass jetzt da unten... Ja. Es ist unten getrennt. Na? Also das, man könnte es auch runterziehen und dann ist es einfach... Man kennt, wenn man da schon mal... Entschuldige, wie weit geht denn das? Bis zu dir. Muss ich dir wieder helfen? Wenn wir laufen, pass auf mir. Bis über die Häschenlinie. Nein, das ist ein. Kann das wer aus dem Publikum halten eigentlich? Geht es aus? Ja, es geht nur auf dem Platz vom Gernot. Also beim Gernot. Ja. Was Blödes! Adi! Wie fühlt man sich als Lückenbüßer? Also, um 10 Jahre jünger. Das ist ein, wenn das, willst wenn das, haben? Wenn das, nein, wenn das, wenn das, sagen wir sagen? Jetzt, da haben Sie jetzt mal Schell. Das ist ein Antivirus-Betäubungsgerät.
Das ist so, wenn die Witze nicht gut sind. Das Publikum hat es. Verstehst? Ich kenne das nicht. Und wenn in was gibt es Neues, nichts Lustiges war, hat, es hat immer, dann kann man so, was ist mit dem? Aber was sind die Klammern? So. Wenn es ganz besonders nicht lustig war. Sag mal, was ist das denn? Aber schwarz ist doch eh so eine Farbe, die keine Farbe ist. Also die so, was bedeutet, das ist immer ein bisschen was Böses. Ist das für die Dunkelkammer zum Bilder entwickeln? Darum ist es schwarz. Ja. Weil die Dunkelheit... Ja, Moment, aber Bilder ist gar nicht so blöd. Na, das Bilder könnte man mit da aufhängen. Ich glaube, das ist, was ist, ja, um da was zu trocknen. Dann? Zu trocknen? Ja. Und das da? Irgendwas und warum ist das trocknen. Unten, warum ist das dann so schwer? Ja, als Gegengewicht. Ja, wie als Gegengewicht wozu? Aha, zu so. Dem, was du aufhängst. Wenn schwere Fotos sind. Du, Uli, warte, ich muss das kurz nur klären. Du hängst auf so ein ganz zartes Klammerl. So schwere Sachen, dass du da 7 Kilo Gegengewicht brauchst. Ja, wenn du Häuser fotografierst, ist es schwerer. Ja, große Häuser. Aber das kann schon sein. Es ist einfach das größte Ding der Woche, damit wir es alle gleichzeitig in der Hand haben. Und wenn wir schlimm sind, werden wir vielleicht dort aufgehängt und dann brauchen wir das Gegengewicht. Schleuder für Riesen. Und jetzt sage ich euch etwas. Solche Schnösel wie ich würden sich das in die Wohnung stellen. Stellen. Musst du es nicht hängen? Ich habe jetzt absolut... Es ganz sicher hängen. Was weil musst sonst, du hängen? Na, du musst es irgendwo aufhängen, sonst hätte das überhaupt keinen Sinn. Das steht und das andere hängt. Oh. Ganz sicher. Und dann? Dann ist, es ist zum Handy aufladen. Irgend sowas. Ja, zum Abmelden. Zum Abmelden. Vorhang trocknen. Keine Ahnung. Vorhang trocknen. Irgendwie sowas. Gib uns noch einen Tipp. Gib uns noch einen Tipp. Bitte, bitte, bitte. Ich gebe euch jetzt gleich einen Tipp. Nein, sag ihn uns, bevor wir es auflösen können. Gib's hier, komm. Ah. Ein Tipp, bitte. Ich habe hier gehört, solche Schnösel wie ich würden sich das in ja, die Wohnung. Wir waren ja noch nicht so, pass auf, zu Hause. Du stellst es hier auf den Boden, okay? Angenommen, es wäre meine Wohnung. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Decke hier extrem hoch ist. Andi, das habe ich gemeint. Kannst du mal kurz herkommen und die Decke runterholen? So. Der Andi spielt jetzt Decke, also ich wohne in einer kleinen Wohnung. Als Gegengewicht bleibt das natürlich unten hier ganz stehen. So weit waren wir ja schon, aber was hängen wir auf drauf? Nein. Dann kannst du hier den Abstand Bücher verringern. Auch wahrscheinlich, ne? Und genau. Wenn man 10 CDs hat, dass man ein Regal hat. Dann haben wir eine Monatszeit. Aber das mit den Fotos war gar nicht so. Die Präservative schlecht. Weiter unten. Da. Das Präservativ. Das ist Präservativ. Das nicht, ist das nicht großartig? Siehst schön, du? Aber der Arm tut mir schon ein bisschen weh jetzt. Ja. Ich habe noch ein paar. Es wird immer schwerer. Ich habe noch ein paar. Da kommt immer der Mittersack mit in die Wohnung. Ja, wenn man so. Ein wunderschöner CD- und Zeitschriftenhalter. Da wären wir noch drauf gekommen. Wunderbar, ich möchte mich noch recht herzlich bedanken bei Ingrid Bichler aus Mödling. Danke vielmals, 300 Euro Büchergutschein. Oliver. Gut. Oliver. Ja? Und wo bekommt man das tolle Teil bei Bichler und Co. Mödling? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, gut, wir kommen zur nächsten Frage. Was ist? Du musst noch den Andi befragen. Oh, ich habe dich total vergessen, Victor. Nein. Andi. Ich wollte Wintersex sagen. Nein, ich finde, du bist eine hervorragende Decke. Wirklich. Danke schön. Danke. So. Wie man sieht, kann man es auch gut mit auf Urlaub nehmen oder so. Ja. Das schon ich. Nein, weil es rausgefallen ist. Weil die Decke eingestürzt ist. Ja, praktisch. Oh, jetzt ist wirklich ich. Na gut, egal.
Unsere Tierspezial-Sondersendung, in der wir natürlich auch eine prominente Fragestellerin haben. Und eure erste Assoziation zum Thema Tiere? Maggie Entenfellner. Und schon wieder hast du... Wieder jemand, den du nicht kennst. Ja, Tier zuliebe als die Sendung, glaube ich. Ja. Genau. Und die hat die heutige prominenten Frage für euch. Maggie, bitte. Ja, ich freue mich tierisch, dass ich bei eurer heutigen animalischen Sonderausgabe von Was gibt es Neues eine Frage beisteuern darf. Natürlich bin ich total gegen Tierversuche und dennoch will ich von euch wissen, wer oder was ist eine Schleudermaus? Schleudermaus ist die, immer mitfährt im Auto. Nein, Schleudermaus ist die, die du mitnimmst am Abend, aber in der Fuhr raus hast. Das ist ja großartig. Hast du einen Hund? Ich habe einen Hund. Also ich habe einen, was das ist, einen Passivhund. Ach so, das ist ein Wörterbuch. Hund, ein Deutsch, Deutschhund. Ja, ich habe keinen, entschuldige. Ist so wie ein Passivhaus, nur ein Passivhund. Nein, es ist so wie Passivrauchen. Er gehört nicht mir, aber ich wohne trotzdem mit ihm zusammen. Also. Ah, ich verstehe. Aber das ist ein Lexikon, Hund, Deutsch. Deutschhund. Versteht, da sagt er, sitzt. André, leg mir mal. Genau. Ja, schade, dass du es nachher hergeben musst. Nein, gerne. Achso, ja, ich muss es ja hergeben. Dann lerne ich es schnell auswendig. Ja, bitte. Die Schleudermaus. Ich glaube, dass die Schleudermaus ist die Maus auf dem Mars, weil wie sind die da raufgekommen? Vollkommen richtig. Ja. Ein Buch über Säugetiere. Ich habe noch eine Schildkröte. Ich glaube, bei einer Schleudermaus handelt es sich um Frau Ex-Lugner nach dem Sektempfang. Ja. Ja, beim Lukas braucht man immer ein bisschen länger, ne? So. Die Schleudermaus. Oh, Schleuderkröte. Gut. Ja, bin fertig mit den Goodies. Danke. Wir kommen zum Ende der Sendung. Noch letzte Antworten bitte für die Schleudermaus. Moment, Schleudermaus. Es ist ja oft so, dass man, wenn man, also oft so, habe ich halt gehört aus Erzählungen, wenn man im Internet auf diesen Pornoseiten, man möchte, jetzt braucht man die rechte Hand für die Maus. Ne? Jetzt gibt's. Ja, da hast du. Wieso? Jetzt gibt es eine eigene Schleudermaus, da kannst du wechseln. Entschuldige, du kannst doch eher mit der linken die Maus bedienen, als du rechts. Also. Natürlich, ja. Aber das meine ich jetzt, eine eigene. Da muss ja die Tastenbelegung verkehrt sein, dann bei der Maus. Du hast Tasten auf deiner Maus? Du nicht? Die sind auf der Tastatur. Nein, ich habe alles auf der Maus. Das ist auch den Bildschirm. Auch den Bildschirm. Ganz so kompliziert. Ich habe nur eine Maus. Eine Maus. Nein, die Schleudermaus ist so. Das ist diese Maus, ist so. Die Schleudermaus ist, damit man sie beim Pornoschauen verwenden kann. Die kannst du so draufpicken, dann hast du die Hand frei. Da geht ja das Bild dann hin und her. Dann. Es tut aus. Ganz. Das ist das rausschneiden. Ihr habt das mit der Maus auf dem Mars gesagt. Das ist ja, aus, das reicht. Ja. Ich will nicht ganz alles. Nachdem gleich die Signation. Super. Einen letzten noch. Es ist ein Dialektausdruck. Also wenn die Wäsche gewaschen ist, dann Schleudermaus. Schleudermaus. Schöner Abschluss. Nein, nicht, das ich hab keine Tiere mehr. Ja, keine Tiere mehr. Danke. Wunderschöner Abschluss und Maggie Entenfellner sagt euch jetzt, was eine Schleudermaus ist. Tja, meine Lieben, das Ganze hat überhaupt nichts mit Tieren zu tun, sondern kommt aus der Welt des Tanzes. Die Schleudermaus ist eine Figur beim Jive und ja, mir ist das Ganze bei Dancing Stars Gott sei Dank erspart geblieben. So einfach wäre es gewesen, die Schleudermaus. Das war unser animalisches Was gibt es Neues Special. Ich freue mich auf ein Wiedersehen am kommenden Freitag. Schönes Wochenende. Das ist so schön mit der Maus auf dem Mars und dann wollte man so. Du bist bitte verteilen ans Publikum. Bitte. Bitte.